So, heute ist Samstag, der 7. September 2013. Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich befinde mich noch immer im Teutoburger Wald, ganz im Süden. Hier grenzt der Teutoburger Wald schon fast an das Eggegebirge. Und ich werde mir jetzt mal mit euch zusammen hier die Externsteine angucken. Dort irgendwo wird es lang gehen. Hier ist ein Kiosk. Ja, ich wünsche euch wieder viel Spaß dabei. Und dann gucken wir uns das mal an. So, das Ganze ist hier wieder ganz herrlich angelegt. Der Weg. Ja, ne, seht ihr ja, ganz, ganz klasse, schön breit. Was man hier allerdings nicht erwarten kann, ist das, was ich eigentlich immer suche. Und das wäre Ruhe. Und die hat man auch hier definitiv nicht. So, nach so ein paar Metern kann man die Felsen schon erahnen. So, jetzt guckt euch das mal an hier. Da können wir jetzt auch gleich raufgehen. Und guck mal, selbst da drüben sind welche drauf. Ja, als Harzwanderer ist das natürlich hier irgendwie nichts Besonderes, aber schön ist es trotzdem. So, nun gehen wir mal hier auf diesen rechten Felsen hoch. Holzstufen sind das also. Hier zu Anfang zumindest, da geht dann gleich in Steinstufen über. So, und was ich im Internet schon vorher recherchiert hatte, ist, dass es hier zum Beispiel auch eine mystische Feier zu Walpurgis gibt. Also, das wird nicht nur im Harz groß gefeiert, sondern auch hier im Teutoburger Wald. Guck mal, ist das nicht herrlich? Und dann über den Geländer gehen.
So, könnt ihr das erkennen? Du sollst mich nicht fotografieren, das mag ich nicht. Hä? Also ihr müsst aufpassen, hier ein paar Bretter sind schon los. Das auch noch. En dan knielen en dan op de grond en dan weer één stap. Dan gaan we alle. So, dann werden wir jetzt mal rüber gehen. Ich mit meiner Höhenangst.
So, und mit diesen Bildern möchte ich mich dann wieder verabschieden für heute. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht und euch einen Eindruck gegeben, wie das hier an den externen Steinen im Teutoburger Wald aussieht. Vielleicht hat das Lust gemacht, auch mal herzukommen. Wie gesagt, eine ganz großartige Geschichte hier. Wer wie ich viel im Harz unterwegs ist, der kennt sowas ungefähr, aber das ist schon wirklich schick. Okay, und damit sage ich es wie immer. Ich hoffe, man sieht sich wieder und bis zum nächsten Mal.